Fragt nicht, Leute. Fragt einfach nicht. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man unschwer erkennen kann, ich bin im Auto und ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr, weil ich filme gerade mit dem Handy und auf jeden Fall. Irgendwie das, die Kombo passt gerade nicht. Man sieht so das Sonnenlicht und ich habe einen Pulli an. Mutter, was sagst du dazu? Passt alles gut. Passt alles gut. Auf jeden Fall, wir sind gerade auf dem Weg zum Friseur. Weil Leute, ich filme das hier gerade am Dienstag, weil ich habe erst... Nee, am Montag. Ich filme das gerade am Montag, weil ich habe morgen wieder Schule. Weil Bayern hat halt immer... Ja, ich habe halt noch Ferien. Auf jeden Fall, ich brauche noch ein Glow-Up, weil... Ich weiß nicht, so der erste Schultag, so man muss perfekt aussehen. Ich glaube, das kennen wir alle so. Ich glaube, mehr die Mädels, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man muss perfekt aussehen. Und ja, deswegen herzlich willkommen zu meinem Glow-Up-Video. Ich habe euch ja gesagt, das wird das geilste Video in dem Jahr. Ich sehe schon, wird es wahrscheinlich gar nicht. Nein, Leute, es wird cool. Wir machen uns die Hoffnung. Auf jeden Fall, wo sind wir? Naja. Auf jeden Fall, ja, Leute, erwartet viel. Das wird ein geiles Video. Naja, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da, drückt die Glocke und abonniert mich. Und los geht's. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich will eine große Veränderung. Dein Blick ist der Schmerz in den Augen. Ja. Leute, wir sind jetzt gerade vor dem Friseur und ich habe Angst. Ich war gerade noch so motiviert. Vielleicht lasse ich doch eine Spitze. Nein, wir ziehen es durch. Übrigens, Leute, die Kette, die habe ich selber gemacht, weil immer so viele Fragen. Los geht's, komm, wir haben Termin. Na klar. Wir sind pünktlich. Sehr pünktlich. Oh Gott, ist sie. Leute, ich habe Angst. Geh du mal vor, Mama. Wie geht's? Sonst kann ich doch nicht filmen. Mama, geh du vor. Lecker Nudeln. Fragt nicht, Leute. Fragt einfach nicht. Da es ja gerade so aussieht, als hätte ich eine Glatze. Habe ich nicht, Leute. Ich will euch ein bisschen so... Ich zeige euch mein Haarergebnis am Ende. Nur, oh Gott. Ihr wisst ja, ich war im Nagelstudio. Bevor jetzt wieder jeder sagt so, hä, das sieht sich aus. Nee, lass mich halt, Mensch. Auf jeden Fall, ich zeig's euch jetzt. Und ja, so, das sind die Nägel. Hä? Sie sind cool. Ich weiß, sind ein bisschen lang. Ich habe voll trockene Hände. Ja, auf jeden Fall, hier sind so Schmetterlinge und ja. Ich find's mega schön. Ich war ja noch shoppen. Aber Leute, ich habe nur Schuhe gekauft. Das klingt jetzt blöd. Also nur Schuhe, aber Leute, das war voll teuer. Ich sag ganz ehrlich hier. Auf jeden Fall. Ich zeig euch das jetzt. Und danach machen wir together ready. Es kann sein, dass es gerade ein bisschen wackelt. Danach werden wir... Aua, aua, aua. Hä? Wartet mal, Leute, ich stelle euch mal ab. So. Danach werde ich euch... meine Haare zeigen und danach werden wir zusammen meine Schultasche packen, weil ich habe noch nichts gepackt. Und übrigens, wir sind um 13 Uhr, Leute, 13 Uhr losgefahren. Wir haben 19 Uhr. Also es hat sehr lange gedauert, aber ich dachte mir, come on, ich saß so lange in diesem Schuhgeschäft und habe Schuhe geschaut, weil bei uns ist das so eine große Wand und da stehen überall einfach Schuhe rum. Immer so ein paar. Nur Nike halt.
Und da sind hier so Bänke, so zwei. Und ich saß so da und habe die ganze Zeit geguckt. Und ich habe die richtigen gefunden. Die sind übrigens von Crops, also so heißt das Geschäft. Und das sind Jordans. Aber keine hohen, sondern so Dunks Jordans. Oh Gott, okay. Die sind so geil, Leute. Okay, wartet. Und. Ah! Mein Gott. Okay. Ich zeig's euch, wartet. Also, ich zeig's euch genauer. Okay. Jetzt. Das ist der hier. Ich finde den so geil. Der hat hier vorne halt so. Was ist das? Der ist hier so metallic und hat so ein Schorn, also dieses Zeichen, diesen Basketballspieler. Und ich finde den so geil. Also, come on. Der ist es. Vor allem, der hat hier noch so Schnürsenkel mit sowas dran. Die werde ich auf jeden Fall hinmachen, weil die sind ein bisschen langweilig. Aber ich finde ihn voll cool. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Ich habe meinem Bruder eine Cola mitgebracht. Ich habe eine andere schon getrunken. Dann habe ich so ein Sowas mitgenommen, so Feuchtigkeitsserum, weil meine Haut ist so trocken, seitdem wir in Türkei waren. Und ich habe mir solche Spanien gekauft. Solche, genau. Ich habe die auf TikTok gesehen, Insta, bei den Namen gerade vergessen. Ja, auf jeden Fall das nicht. Ich habe die einmal in schwarz und einmal in pink gekauft. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Dann habe ich mir noch die Ohrringe hier gekauft. Okay, jetzt kommt der Moment. Wir haben alle drauf gewartet. Ich zeige meine Haare. Ich muss sagen, ich habe ihr im Auto noch gesagt, ich will so richtig kurze Haare. Das hat sich geändert. Aber Leute, es sieht echt krank anders aus. Okay. Man sieht es vielleicht hier vorne schon in diesem Strähnchen. Okay. Wartet. Okay, wartet. Okay. Sie sind kurz, würde ich sagen. Ja, Leute, meine Haare waren echt blond. Aber ja, das ist jetzt nicht mehr echt sozusagen. Beziehungsweise, ihr müsst, also, man sieht, glaube ich, wo ich echte Haarfarbe habe und wo nicht mehr. Also, das ist, das ist auf jeden Fall nicht echt. Und dann habe ich hier immer noch so ein bisschen echt und ein bisschen nicht echt. Ich wollte meine Haare eigentlich so lassen, die waren ja so. Es ist aber noch sehr, sehr ungewohnt, muss ich sagen. Oh mein Gott. Ich mache mir kurz meinen Scheitel wieder richtig. Oh mein Gott. Dies ist so ungewohnt. Aber, also Leute, ich finde, mir steht das irgendwie voll so die Länge. Ja. Ich finde es krass. Ich helfe mir gerade mit Sophie. Nein. Sie sieht aus wie ein Marshmallow und sagt, Sophie, mach dein Licht an. Leute, ich bin ja ungeschminkt, gell? Sophie hat gerade gefragt, wo meine Wimpern sind. Sie hat gefragt, ob ich sie beim Wimpernbiegen rausgerissen habe. Und sie hat gesagt, ich sehe aus, als hätte ich keine Augenbrauen. Hallo? Ich habe Wimpern. Sie sind einfach nur gerade. Ich wollte gerade voll meinen Vibe fühlen. Mit meinen Spangen. Die habe ich ja neu, gell? Und wisst ihr, warum ich die gekauft habe? Weil ich bin so ein bisschen angelehnt mit den Haaren gewesen an Leni Marie, genau, die Schwester von Dagi. Das ist die hier. Sie ist so wunderschön und ich wollte so sein wie sie, Leute. Es tut mir leid. Sie hat auch diese Klammern hier gehabt und ich habe sie jetzt auch. Sie so wie like so. Ja, ich lieb's.
Oh mein Gott, ich komme gerade noch gar nicht drauf klar. Immer wenn ich mich im Spiegel sehe, denke ich mir so, wer ist das? Weil ich kenne mich so einfach nicht mit so hellen Haaren. Ich finde das so krass. Zweiter Tag. Okay, Leute, wir haben es den nächsten Tag. Ich war duschen. Ja, warte. Auf jeden Fall, ich mache mich jetzt fertig. Übrigens, ich zeige euch am Ende mein Fit so. Mein Outfit, weil wenn ich fertig bin, sieht es alles nochmal besser aus. Also hier kommt der Schnelldurchlauf. Okay, Leute, heute früh wollte ich eigentlich einen Outfit-Check geben, aber Leute, das Licht war so schlecht. Deswegen gebe ich euch jetzt mal eins. Ich bin jetzt schon von der Schule zurück und ja. Also ich hatte halt einmal diese Hose hier an, die habe ich von Urban Outfitters. Und das T-Shirt ist schon Subdued, ich finde es auf jeden Fall süß. Dann hatte ich noch solche Ohrringe drin. Die sind von Six, also DM halt. Und die Kette, wie immer, selber gemacht, Leute. Aber das wisst ihr, glaube ich, jetzt schon. Ja, ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Und ich habe es richtig gefühlt. Also, Leute. Oh Gott. Ich habe mir jetzt so Nudeln gemacht. Ich frage mich, warum ich den Käse so komisch drüber gemacht habe. Die Nudeln sind die, wie ich immer mache, ne? Käse, Sahne, Tomaten, irgendwas Nudeln. Und danach zeige ich euch noch die Schulsachen, die ich gekauft habe, weil ich bin gestern nicht so ganz dazu gekommen. Okay, Leute, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade so unnormal müde. Aber ich werde euch jetzt zeigen, was ich beim Müller gekauft habe, weil ich habe ja noch mal ein paar Sachen geholt. Okay, wo fange ich an? Also das habe ich tatsächlich beim Müller geholt, aber das hat mir mein Friseur mitgegeben. Ja, das ist dieses Shampoo. Es sieht irgendwie voll gut aus und warte mal. Es riecht auch so gut. Dann habe ich mir Chips gekauft, aber es gehört nicht zur Schule. Okay. Ja, so. Ich habe mir einmal diese Fineliner hier gekauft, weil Fineliner kann man immer gebrauchen, vor allem in der Schule. Ich hab mir Bueno gekauft, weil ohne Buenos kann ich nicht überleben. Mensch. Ich habe mir ein Geodreieck gekauft. Ich habe mir ein Lash-Serum gekauft. Und dann habe ich einen Kleber mitgenommen. Und Kaugummi, weil ohne Kaugummi I don't überleben tun dies. Und dann habe ich noch zwei Kugelschreiber. Das sind meiner Meinung nach die besten. Und Bleistifte. Ich werde mich jetzt fertig machen. Und danach werde ich ein bisschen chillen und schlafen. Ja, deswegen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich kann nicht mal mehr sprechen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Drückt die Glocke und abonniert mich. Ja, adios, amigos.